An diesem Ende der Welt leben mehr Pinguine als Menschen. Flamingos trotzen dem eisigen Wind. Gauchos jagen wilde Pferde. Und Kinder spielen mit Bibern im Vorgarten. Mare TV Feuerland. Feuerland ist eine Landschaft wie aus Urzeiten. Rau und geheimnisvoll. Gletscher wälzen sich die Berge hinab. Diese Giganten haben über Jahrmillionen tausende größere und kleinere Inseln geformt. Den Archipel Feuerland. Chile und Argentinien teilen sich diese äußerste Spitze Südamerikas. Zerklüftet durch Berge, Fjorde und zahlreiche Wasserstraßen. Eine davon ist die Magellanstraße. Der Seeweg zwischen Atlantik und Pazifik. Tierra del Fuego, Feuerland, nannte der Entdecker Fernando Magellan das Gebiet nach den Feuern der Ureinwohner, die er bei seiner Durchfahrt an den Ufern sah. Último puerto, área Magallanes. Am Eingang der Magellanstraße sind zwei Matrosen von der chilenischen Marine stationiert. Es ist ein Dienst im Nirgendwo. Wer hier vom Atlantik zum Pazifik fahren will, muss sich bei Ihnen melden. An manchen Tagen kommen gerade mal 5 Schiffe vorbei. Da hilft Funken gegen die Einsamkeit. Auf beiden Seiten. Es geht einfach auch darum, dass die Schiffe mal wieder jemanden zu hören bekommen auf ihrer Reise. Die Fahrten sind ja oft ganz schön lang. Viele haben gerade den Atlantik überquert. Dann sind wir da und heißen sie herzlich willkommen in chilenischen Gewässern. So haben sie Unterhaltung nach ihrer langen Fahrt. Ein ganzes Jahr müssen Mauricio Perez und Christian Guzmán im Leuchtturm Faro Dungeness wohnen. 4 Stunden von der nächsten Stadt entfernt. Immerhin, der Ausblick von ihrem Turm ist einzigartig. Rechts die Magellanstraße, links der Atlantik. Nur das Drumherum war etwas gewöhnungsbedürftig für die beiden. Ich musste mein Auto verkaufen, das war leider ein Sportwagen. Und der schlug hier auf den Schotterpisten immer auf. Das Auto war tiefer gelegt und mit niedrigen Türen. Für junge Leute eben. Deshalb habe ich es verkauft und so Geld für die Zukunft gespart. Für mein eigenes Haus und wenn ich mal Kinder habe. Handwerken am Leuchtturm. Eigentlich läuft alles automatisch, aber hin und wieder brennt eine Glühbirne durch. Die 17. in diesem Jahr. In ein paar Wochen haben die beiden Matrosen ihre Zeit hier hinter sich. Dann wechseln sie den Arbeitsplatz. Sie wollen etwas mit mehr Action. Faro Dungeness steht im Grenzgebiet. An diesem Zaun endet Chile. Die Atlantikküste dahinter gehört schon zu Argentinien. Mauricio und Christian kümmern sich wenig um die Instandhaltung des Zauns. Wozu auch? Hierher verirrt sich kaum jemand. Die notorischen Grenzverletzer in dieser Zone sind recht harmlos. Sie dürfen ohne Pass reisen. Äh,
Ein Tier respektiert die Grenze überhaupt nicht, der Pinguin. Der schwimmt in der Magellanstraße hin und her, bewegt sich ständig zwischen Pazifik und Atlantik. Immerhin haben sie so ein wenig Gesellschaft. Tierische Nachbarn, nach denen sie mal Ausschau halten können. Eigentlich gehören die Pinguine nach Argentinien. Ein paar Kilometer weiter ist ihre Kolonie. Einen hat Mauricio schon mal vor dem Leuchtturm gefunden und zurück in sein Land getragen. Nachbarschaftshilfe ganz heimlich. Denn als Staatsdiener hat man die Grenze natürlich zu respektieren. Auf beiden Seiten der Magellanstraße erstreckt sich die patagonische Steppe. Pampa. Gar nicht so öde und karg wie ihr Ruf. Die unterschiedlichsten Tierarten sind hier zu Hause. Erst die spanischen Eroberer brachten die Pferde nach Patagonien und Feuerland. Viele bleiben für immer wild. Nur die besonders robusten werden eingefangen und gezähmt. Er ist aus gutem Grund besonders scheu. Der Pampastrauß Nandu. Aus seinem Gefieder macht man in Chile Staubwedel. Für die Einwohner gibt es wenig, wovon sich leben lässt. Die Insel Isla Riesco ist Farmland, dünn besiedelt. Nur eine kleine Fähre verbindet sie mit dem Festland. Angelica Escala hält hier seit 45 Jahren durch. Auf ihrer Farm Estancia Violetta. Heute muss sie mit ihrem Gaucho die Schafe zusammentreiben. Keine leichte Aufgabe, denn vor wenigen Tagen hat sich ein Arbeiter abgesetzt und 5 Schäferhunde einfach mitgenommen. So müssen die 250 Schafe mit nur einem Hund und 2 Pferden zusammengetrieben werden. Die Gauchos arbeiten mal hier, mal da. Richtig sesshaft ist keiner von ihnen. Manuel Levican hat erst vor 2 Wochen auf der Estancia Violetta angefangen. Ich bin einfach am liebsten draußen in dieser Landschaft. Du hast hier ein freieres Leben und bessere, reinere Luft. Denn es geht nämlich Arbeit in der Pampa an. Nur wenn es hier nichts gibt, dann heue ich drüben im Ort an, auf dem Festland. Um einmal über die ganze Farm zu reiten, braucht man knapp 2 Tage. Für patagonische Verhältnisse ein winziger Besitz. Ende des 19. Jahrhunderts begannen hier Schotten mit der Schafzucht, holten Tiere von den Falklandinseln. Damals sprach man vom weißen Gold. So lukrativ ist das Schafgeschäft schon lange nicht mehr. So 1000 Schafe mehr, die hätte ich schon gerne. Mit meiner kleinen Herde rentiert sich die Zucht eigentlich nicht. Du brauchst viele Schafe, so ab 3000, um gut überleben zu können. Oder zumindest die Kosten zu decken. Ich glaube, den Männern ist es egal, dass eine Frau hier ihre Chefin ist. Es muss ja jemand verantwortlich sein. Und wenn es nun mal keinen Mann in meiner Familie gibt, der das übernehmen kann, dann mache ich das eben. Damit hatte ich noch nie ein Problem. So voller Machos ist Chile auch wieder nicht. Heute werden die Lämmer markiert. Die Ohren der Schafe bekommen das Zeichen der Farm. Dann kann sie keiner mehr wegnehmen, sagt Angelica. Raue Sitten. Den Lämmern werden die Ohrspitzen gekürzt. Das muss man jedes Jahr machen. Bei allen Schafen, überall auf der Welt. Der Kleine hier, ist das ein Männchen? Diese Kleinen haben einfach zu große Ohren. Die Prozedur sieht schmerzhafter aus, als sie ist, meint Angelica.
Und es gibt schließlich noch Schlimmeres. Am Anfang taten sie mir beim Ohrenstutzen schon leid. Was mir aber heute wirklich leid tut, ist das Kastrieren. Kastrieren ist schlimm. Und Brandmarken. Das sind die Dinge, die auch mir leid tun. Den ganzen Tag werden sie damit noch zubringen. Denn bei der Gelegenheit will Angelika ihre Schafe auch noch durchzählen, um zu sehen, ob es überhaupt noch 250 sind. Die Farm Estancia Violetta hat durchgehalten. Enteignungen und ein dramatisch sinkender Wollpreis ließen viele Farmer aufgeben. Früher gab es Estancias, die Ländereien von 90.000 Hektar bewirtschafteten. Todo fue oveja, alles war Schaf, sagt man hier. Der patagonische Wind ist meist eisig und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometern. Selbst im Hochsommer liegt die Temperatur selten über 8 Grad. Dennoch hat Chile sogar eine eigene Flamingo-Art, die mit diesem Klima zurechtkommt. Den so tropisch anmutenden Vögeln macht der kalte Wind nichts aus. An den Ufern der 600 Kilometer langen Magellanstraße gibt es kaum größere Siedlungen und Städte. Wer hier lebt, muss die Einsamkeit lieben. Der Fischer Manuel Jesus Ruiz hat sich für dieses Leben entschieden. Seit 35 Jahren lebt er allein in einer Wellblechhütte. Sein ganzer Stolz ist ein Fischernetz. 180.000 Pesos habe er dafür mal bezahlt, sagt er, über 200 Euro. An den ewigen Wind hat er sich schnell gewöhnt. Was bleibt einem auch übrig? Fast jeden Tag seit über einem Monat ist sehr, sehr starker Wind. Und zumindest heute soll das noch so weitergehen. 95 Stundenkilometer hat der Wind in der Stadt schon. Das habe ich im Radio gehört. Aber ich denke mal, in unserer Ecke ist es nicht ganz so schlimm. Ein Gutes hat der Wind. Die Netze trocknen schnell. Rausfahren mit seinem Ruderboot auf die Magellanstraße, das geht heute beim besten Willen nicht. Mañana. Vielleicht morgen. Du musst vorbereitet sein, wenn der Wind nachlässt, sagt Manuel. Also flickt er die Netze und will später noch sein Boot an den Strand bringen. Manuel Jesus Ruiz ist 76 Jahre alt. Seine Familie ist in der Stadt geblieben. Zu Weihnachten kommen manchmal seine Kinder vorbei. Alle paar Tage bringt ihm jemand Konserven und mal eine Zeitung. Es hat viele Vorteile, wenn man hier so ganz alleine lebt. Mich zwingt hier keiner. Wenn ich will, arbeite ich, wenn nicht, dann nicht. Und in meinem hohen Alter sollte mich niemand mehr herumkommandieren. Für die einen mag der Chevy ein Schmuckstück sein. Für Manuel ist es nur ein altes Auto. Er benutzt es lediglich für die paar Meter zum Strand. Da will er sein frisch repariertes Boot hinbringen. Vielleicht lässt der Wind ja morgen nach. Früher hat er es mit Muskelkraft zum Meer gezogen.
Auf der Estancia Violetta warten sie seit Tagen auf die Schafscherer. Die kommen vorbei, wann sie wollen. Die kleinen Farmen sind meist als letzte dran. Manana, vielleicht morgen heißt es wieder mal. So hat Angelika Zeit für ihre Tochter, die ihre Farm eines Tages übernehmen soll. Ein paar Schafe schafft Manuel auch ohne die professionellen Scherer. Ein echter Gaucho beherrscht alle Arbeiten auf der Farm. Und Angelika will die Wolle schnell verkaufen. Sie braucht das Geld. Es sind nur noch 241 Schafe, hat die Zählung ergeben. Angelika hat die Raubkatzen im Verdacht. Auf der Isla Riesco leben noch wilde Pumas. Und die sind geschützt. Sehr zum Ärger der Viehzüchter. Ein Puma-Junges, das kann dir auf einen Schlag 10 bis 15 Schafe reißen. Das Problem ist, dass die Kleinen so einen großen Jagdelan haben. Gerade wenn die Mutter den Jungen das Jagen erst beibringt. Sie nimmt es auf die Schafweiden mit und das Junge reißt und reißt und reißt, nur zum Üben. Ein älterer Puma ist nicht so schlimm. Der tötet nur, wenn er Hunger hat. Die Wolle wird dieses Jahr etwas mehr einbringen, denn der Preis ist leicht gestiegen, seit immer weniger Farmen Schafe züchten. Ein Lamm ist heute wieder fast dreimal so viel wert wie noch vor ein paar Jahren. Du musst mir mal eben helfen. Das sollte richtig gut ausgebreitet sein. Die Ansprüche an die Qualität sind gestiegen, klagt Angelika. Die Wolle muss einwandfrei gesäubert werden. Es war die Wolle, die den Handel an der Magellanstraße blühen ließ. Vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts. Die großen Schafbarone gründeten sogar eigene Schifffahrtslinien. Dabei hat die Magellanstraße ihre Tücken. Fallwinde und schnelle Strömungen wurden vielen zum Verhängnis. Die Dampfschiffe nahmen die Gefahr auf sich. Es war die schnellste Route um den amerikanischen Kontinent. Bis 1914. Mit dem Bau des Panamakanals hat die Magellanstraße an Bedeutung verloren. Die Wracks erinnern an die glorreichen, aber auch gefährlichen Zeiten. Einer sucht nach den Wracks, die noch auf dem Grund liegen. Francisco Ayarza ist passionierter Taucher. Er kennt die Geschichte vieler. 12 hat er schon entdeckt und ertaucht. Zweimal im Jahr fährt er raus und sucht nach Legenden aus Stahl. Das berühmteste Schiff fand er nicht direkt vor seiner Haustür, sondern weiter nördlich in Chile. Das Wrack eines deutschen Kreuzers. Die Dresden war während des Ersten Weltkriegs in Südamerika unterwegs. Das ist eines der schönsten Objekte, das ich eigenhändig von der Dresden geborgen habe. Diese Tasse habe ich 1960 gefunden, in den Resten des deutschen Kreuzers, als ich das Wrack entdeckte. Hier kann man die Kaiserkrone noch deutlich erkennen. Ich habe noch so eine. Otro vaso también, es similar. Die Geschichte der Dresden endet tragisch. 1914, nach einer verlorenen Schlacht bei den Falklandinseln, versteckt sich der Kreuzer in den Fjorden Feuerlands. Doch dann spüren die Briten die Dresden auf. Am 14. März 1915 versenkt der deutsche Kapitän sein Schiff, damit es dem Feind nicht in die Hände fällt. 9 deutsche Matrosen kommen ums Leben.
Francisco Ayarza entdeckte das Wrack als erster. Seine liebsten Fundstücke stammen von dort, wie die Tuba des Bordorchesters. Sie hat die Explosion an Bord des Kriegsschiffes fast unbeschadet überstanden. Vor ihrem Untergang lag die Dresden eine Woche vor der chilenischen Robinson-Crusoe-Insel im Norden. Während dieser Zeit, es war an einem Sonntag, kam das Bordorchester des Kreuzers an Land, um für die chilenische Bevölkerung auf der Insel ein Konzert zu geben. Und sicher hat auch diese Tuba da mitgespielt. Man sollte nie nach dem großen Schatz suchen, sagt Francisco, sondern nach den kleinen Stücken, die an die Schiffe erinnern, die einmal da draußen gefahren sind. Francisco lebt nur einen Steinwurf entfernt von der einzigen Stadt an der Magellanstraße. Punta Arenas hat rund 100.000 Einwohner. Gegründet wurde die Stadt einst als Militärstützpunkt und Strafgefangenenkolonie. Dann entwickelte sie sich zum Zentrum für den Wollhandel. Die reichen Schafsbarone ließen hier ihre Paläste bauen. Fünf Monate im Jahr dürfen die lokalen Fischer die Kostbarkeit der Region aus dem Meer vor Punta Arenas holen. Centolla, die Königskrabbe. Manche Exemplare sind bis zu 5 Kilo schwer. Das ist das Teuerste, was es hier in der Gegend gibt. 30 US-Dollar bringt das Kilo Krebsfleisch später im Laden. Das beste Krebsfleisch der Welt, sagen die Fischer, weil das Wasser hier so kalt und sauber ist. Nur im Sommer verbindet eine Fähre Punta Arenas mit der Isla Magdalena. Dort versammelt sich jedes Jahr eine der größten Pinguinkolonien außerhalb der Antarktis. 120.000 Tiere kommen an Land, um zu brüten. Magellan-Pinguine. Mit einem Häuflein Touristen kehrt auch jedes Jahr ein Mann zurück, an den sich die Tiere mittlerweile gewöhnt haben. Der Brite Mike Bingham ist Pinguinforscher. Mike will die nächsten 4 Tage auf der Isla Magdalena bleiben, um die Nester zu kontrollieren. Hier brüten Pinguine nicht im ewigen Eis, sondern in kleinen Höhlen in der Erde. Mikes wichtigste Instrumente, ein handelsüblicher Besenstiel plus Taschenlampe. Damit rückt er ihnen zu Leibe. Die erwachsenen Pinguine sitzen über den Eiern oder Küken. Also muss ich sie immer leicht anheben, um drunter gucken zu können. Aber wie man sieht, stört die Pinguine das nicht. Die sehen immer noch ganz glücklich aus. Die Magellan-Pinguine erwarten einfach nicht, dass ihnen jemand etwas tun könnte. Denn an Land haben sie keine natürlichen Feinde. Mike zählt die Eier und Küken in der kritischen Phase. Wenn die Kleinen jetzt nicht schnell wachsen und stark werden, haben sie später keine Chance. Zwei Küken, eine durchschnittliche Pinguinfamilie. Pinguine werden als Autodidakten geboren. Wenn die Küken 8 Wochen alt sind, gehen sie ins Wasser und von dem Zeitpunkt an sind sie ganz auf sich allein gestellt. Sie müssen sich selbst das Fischen beibringen. Deshalb brauchen sie gute Fettreserven, damit sie überhaupt überleben, bis sie alles gelernt haben. Die kleine Isla Magdalena ist geradezu durchlöchert von Pinguinhöhlen. 50 davon kontrolliert Mike die nächsten Tage. Akrobatik für die Wissenschaft. Mikes Forschungsprogramm finanziert sich auch durch Patenschaften. Wer einen dieser Pinguine adoptiert, darf ihm einen Namen geben.
Da ist Hedwig, Pinguito und dort Alfredo. Viele adoptieren einen Pinguin als Geschenk und geben ihm dann seltsame Namen, die eher als Witz gemeint sind. Ein Pinguin heißt zum Beispiel: Oh nein, ich nicht! Dieser Pinguin gehört bestimmt einem kleinen Kind, das immer gesagt hat: Ich war's nicht. Wenn die Jungen aus der Höhle sind, verschwinden die Pinguineltern wieder für ein Dreivierteljahr Richtung Meer, in die Fjorde Feuerlands. Die ersten Entdecker glaubten, Feuerland sei fest verbunden mit der Antarktis. Aber durch den Archipel schlängeln sich zahlreiche Meerengen und Seitenarme. Erst nach und nach entdeckten die Europäer, dass sie Inseln und kein Festland vor sich hatten. Bis zur Antarktis sind es von hier noch 700 Kilometer offenes Meer. Die meisten dieser kleinen Inseln sind unbewohnt. Es gibt keine Straßen, keine regulären Schiffsverbindungen. Nur eine einzige Fähre geht einmal die Woche Richtung Süden, zur letzten größeren Siedlung vor der Antarktis. Fast zwei Tage ist die Bahia Azul unterwegs. ...290 Seemeilen Einsamkeit. Andere Schiffe begegnen der Fähre dabei nur selten. Kapitän Sergio White will eine Abkürzung durch einen der Seitenarme nehmen. Dadurch spart er Zeit, muss aber auf die Felsen und Untiefen achten. Er kann sich heute auf moderne Messinstrumente verlassen, anders als die frühen Entdecker. Ich glaube, die mussten sich früher beim Navigieren auf ihre Augen verlassen. Aber sie hatten wohl immer ein Boot als Vorhut, denn sie wollten ja nicht auflaufen. Die hatten ein Ruderboot, das vorfuhr und die Tiefe gemessen hat. So haben sie jeweils die Fahrrinne für das Schiff gefunden. So machten sie es. In den zwei Tagen hat Sergio nur einen einzigen Stopp geplant. In der Bucht von Yendegaya, an der Isla Grande de Tierra del Fuego, der größten Feuerlandinsel. Denn da lebt noch jemand, ganz allein. José Machuca taucht auf wie aus dem Nichts. Offizielle Haltestelle ist das hier nicht. Eine Holzhütte dient als Terminal. Die Uferkante reicht als Rampe. Sergio und seine Mannschaft wollen bei dem einsamen Rinderzüchter einkaufen. Die Crew bringt dem Einsiedler jede Woche ein paar Pesos und Konserven. Dafür bekommen die Männer von der Bahia Azul eine halbe Kuh, frisch geschlachtet. Ein feuerländisches Tauschgeschäft. Hier gab es gerade ein kleines Massaker. Nein, nein, wir kaufen bloß Fleisch. Heute hat der Stopp noch einen weiteren Zweck. José Machuca muss mit Schmerztabletten aushelfen. Der zweite Kapitän hatte kurz nach der Abfahrt einen Bandscheibenvorfall. Einsiedler José hat alles da und spielt bereitwillig den Doktor. Zwei jetzt. Dann nehme ich die sofort. Und eine von den anderen. Wenn Sie mir Diagnose und Rezept jetzt noch quittieren würden. Bis bald. Die Mannschaft muss weiter, Lebensmittel nach Süden bringen. Wirklich hier bleiben will keiner, auch wenn alle immer davon schwärmen. Der Kapitän und seine Mannschaft wohnen in Punta Arenas.
Tja, wenn man sich das leisten könnte, hier zu leben, das wäre schön. Man müsste eben genug Tiere haben, die Geld abwerfen. Tja, und die Ruhe hier, die ist doch unbezahlbar, nicht wahr? Stimmt's, Meister? Stimmt, Maestro? Ja, klar. Für Sergio und seine Mannschaft geht es weiter, auf dem Beagle-Kanal. Auch durch diese Meerenge kann man vom Pazifik in den Atlantik gelangen, südlich der Magellanstraße. Vorbei an den Gletschergiganten. Jedes Jahr werden sie etwas kleiner, hat der Kapitän beobachtet. Nach 38 Stunden Fahrt dann endlich der südlichste Ort der Welt, Puerto Williams. Einmal die Woche bringt die Bahia Azul Lebensmittel und andere Güter für die 2000 Einwohner. Noch vor ein paar Jahren kam nur alle 6 Monate ein Versorgungsschiff vorbei. Puerto Williams ist vor allem ein Militärstützpunkt. Jedes Kriegsschiff, das hier aufkreuzt, wird auch mit militärischen Ehren begrüßt. Auch am südlichsten Ort der Welt hält man sich an die Etikette. Im Sommer treffen sich am Yachthafen von Puerto Williams Segler aus allen Erdteilen. Von hier segeln sie um das berüchtigte Kap Horn, in die Antarktis oder einfach nur rüber nach Argentinien. Ihre Ausreise kontrolliert der einzige Kriminalpolizist von Puerto Williams. Immer im Anzug und im Schlepptau seinen Kollegen vom Zoll. Detektivo nennt sich Danilo Armijo. Kapitän. Pässe stempeln, Buch führen, wer hier ein- und aussegelt. Damit ist Danilo die meiste Zeit beschäftigt. Bist du, Kapitän? Viele Verbrechen dagegen hatte er noch nicht aufzuklären in den 7 Jahren, die er hier ist. Einmal ist jemand in den Supermarkt eingebrochen und hat 4 Packungen Zigaretten geklaut. Den Täter hat der Detektivo gefasst. Richtig Arbeit machen ihm die Kreuzfahrtschiffe. Alle paar Tage kommt im Sommer eines vorbei, auf dem Weg in die Antarktis. 450 Pässe stempeln und die Personalien notieren. Erst dann dürfen die Touristen für 2 Stunden an Land. Wenn alle abgefertigt sind, kann Danilo zurück zum Polizeirevier. Das ist zugleich sein Wohnzimmer. Eine eigene Wache lohnt sich nicht für nur einen Kriminalpolizisten. Jedes Boot und jedes Schiff registriert Danilo in seiner Klatte. Mit Passagieren und Besatzung. Die Passdaten muss er mit Interpol abgleichen, falls jemand international gesucht wird. Das macht er später mit dem Computer. Manchmal ruft jemand die Polizei an und dann geht mein Sohn ran und fragt, mit wem wollen Sie sprechen? Das passiert natürlich nicht in anderen Polizeidienststellen, denn normalerweise sind Polizeirevier und Zuhause ja getrennt. Aber hier haben wir es geschafft, in Harmonie 2 Dinge zu verbinden. In meinem Rücken das Polizeirevier mit allem, was dazugehört, so habe ich alles, was ich für meine Arbeit als Kriminalpolizist brauche. Und dazu meine Familie. Puerto Williams ist der einzige Ort auf einer kleinen Insel, Isla Navarino, umgeben von wilder Landschaft. Auf Feuerland wächst der südlichste Regenwald der Welt.
In den 40er Jahren machte man hier einen großen Fehler. Biber wurden angesiedelt aus dem fernen Kanada. Der Boom der Pelzindustrie blieb aus. Stattdessen ist das Nagetier zur Plage geworden. Jorge Quelin ist Fallensteller. Die Regierung zahlt für jeden Biber, den er erlegt. Für jedes Tier bekommt er eine Prämie von 12.000 Pesos, 19 Euro. Und das Fell verkauft er übers Internet. Ein lukrativer Nebenjob. Viele Biber in der Gegend hat er schon erwischt. Doch ein paar Stellen machen ihm noch große Sorgen. Denn die Tiere zerstören mit ihrem Dammbau den Wald. Die Nager fällen den ganzen Baum, damit sie an die Blätter und Äste kommen. Nur die fressen sie, der Rest verrottet im Wald. Die kanadischen Biber haben hier in Feuerland keine natürlichen Feinde und vermehren sich viel zu schnell. Und ein paar Biber können schon einiges anrichten. Diesen Damm, schätzt Roche, haben gerade mal 4 bis 6 Nager gebaut. Im Moment kriegen die Biber schon wieder Nachwuchs. Hier mache ich jetzt ein Loch, damit der Wasserpegel in dem gestauten See wieder sinkt, um dann eine Falle aufzustellen. Und sobald der Wasserstand gesunken ist, kommen die Biber zum Reparieren. Einen zerstörten Staudamm reparieren die Biber in nur einer Nacht. Jorge hofft, dass ihm die Tiere dabei heute in die Falle gehen. Die Stauseen der Pelztiere lassen die Bäume im Wasser verfaulen, weil die Bäche nicht mehr fließen können. Und so leidet der geschützte Wald. Sie kommen normalerweise hier durch, um den Damm zu reparieren. Der Biber kommt von hier rein, berührt den Draht und bam, schnappt die Falle zu. Und ich habe ein Fell mehr. Jorge jagt Biber, seit er 12 ist. Er hat seine ganz eigene Theorie. Er glaubt, dass er die Nager sogar umerziehen kann, damit sie den Wald in Ruhe lassen. Der Fallensteller testet das an seinem Hausbiber, Titin. Ein Kosename, der in Chile sonst eher Teddybären verliehen wird. Erschreck dich nicht. Titin ist der Liebling des kleinen Juanito. Wo ist die Nase? Oh, Titin, no. Und sein Ohr? Wo ist das Ohr? Sein Auge? Jorge ist stolz, dass Titin nicht nur Holz frisst, sondern auch Brot, Äpfel und Mais. Das sei ein Biber, der nach Feuerland passe. Er hat ihn gefunden, als er noch ganz klein war. Den hier würde ich nicht töten. Den nicht. Der soll an Altersschwäche sterben. Mein Sohn hat ihn auch schon zu lieb gewonnen. Der Biber ist ja bei uns im Haus aufgewachsen, wie ein Baby. Aber als er anfing, die Sessel anzunagen, mussten wir ihm draußen einen Käfig bauen. Auf der Farm Estancia Violeta müssen die Kühe zusammengetrieben werden. 300 besitzt Angelica Escala mittlerweile. Zum Glück lassen die Pumas die Rinder in Ruhe. Thank you.
Ein paar werden aussortiert. Sie sollen auf eine andere Weide. Rinder sind robuster als Schafe, sagt Manuel. Der Gaucho freut sich jedes Mal wie ein kleiner Junge, wenn er mit den Kühen arbeiten darf. Das ist für ihn das wahre Gaucho-Leben. Mit den Pferden die Kühe zu jagen, macht richtig Spaß. Wenn man die Herde antreiben kann und galoppiert und herumscheucht. Manchmal muss man sich ganz schön festhalten, weil man leicht vom Pferd fallen kann. Mir ist das auch schon passiert, dass ich vorne übergefallen bin und dann hinterhergeschleift wurde. Das Pferd war danach auch ganz schön angeschlagen, weil es sich dabei den Hals verletzte.